Alter, was geht ab, Leute? Hunger? Gerade zurückgekommen, noch ein Latias-Raid mitgenommen, weil in 2 Stunden circa das Kanto-Event aufhört. Dachte ich mir, nochmal Doppelbonbon ausnutzen. Ich wünschte, ich hätte mehr Latias-Raids gemacht, weil Doppelbonbon für einen Legendären ist schon geil. Aber Event an sich, tipptopp, hat mir gefallen. Konnte ich endlich alle meine Legendären, die ich aufgehoben habe, endlich verschicken, Platz schaffen. Und Kanto-Event an sich auch cool, eine coole Sache. Von vielen Sachen jetzt Bonbons gesammelt, die eher selten waren. So Dodu, Digda, Mankey, Ponita. Also echt ein paar coole Sachen dabei. Auch die ganzen Entwicklungen waren auch am Start, also vermehrt die Entwicklung. War ganz passend, dass ich die ganzen Bonbons sammeln konnte. Weil ich habe ja vor, alle Pokémon auf Max zu pushen. Zumindest die, die ich auf 100 habe. Und durch das Event konnte ich genug Bonbons sammeln für die ganzen Sachen. Wird jetzt dann noch im Verlauf der Zeit, der Tage, der Wochen noch fleißig weiter gepusht. Also mein Sternstopp wird auf jeden Fall weggeballert. Und heute fangen wir an, oder machen wir weiter, wir haben ja letztens schon angefangen. Mit Flamaga, Blitzer, Aquana. Die drei aus Gen 1. Gen 4 kommt sogar 2 neue Weiterentwicklungen für Evoli. So, fangen wir mal an mit dem hier. Wer das IV-Battle gesehen hat, der weiß, dass ich alle Evoli-Entwicklungen auf 100% habe. Und noch ein paar weitere Evolis als Reserve für die kommenden Entwicklungen. Aber trotzdem hier nochmal der Check. So, bester Satz, KP, Angriff, Defense, 15. Und der kann Aqua Tail. Keine Ahnung, wie das auf Deutsch heißt, aber das können wir direkt schon mal auf Hydro Pump ändern. Machen wir das schnell. So, hier. Und. Nein, nicht das. Und. Nein, nicht wieder zurück. Und. Nein. Und. Nein. Eieieiei. Nein. Aha, Hydro-Pumpe, endlich. So. Los geht's. Das ist, glaube ich, der niedrigste von den drei, den ich habe. Aquana früher Top-Tier. Das war eine der wenigen, die über 3000 ging. Aber schon damals habe ich kein Potenzial gesehen. Ihr habt es auch, glaube ich, gesehen da. Ich hatte nur einen über 3000 daneben. Das war mein einziges Aquana. Weil. Also, früher gab es ja das alte Arena-System, wo nur WP gezählt hat. Und es wurde halt eine Menge geschafft. Geschafft ist, dass dein eigenes Team dich rausgekickt hat und dann Pokémon über dich gestellt hat. Und allgemein einfach ein höheres Rang eingestellt hat. Also, man wollte auf jeden Fall nicht ganz unten sein. Und Aquana war halt eigentlich guter Verteidiger. Auch solide WP. Aber das wurde halt immer öfter gemacht und immer mehr. Und dann war Aquana ganz schnell unten. Letzter Platz und dann wurde es auch relativ oft rausgekickt, auch wenn es über 3000 ging. Weil jeder hat dann seine Garados reingestellt mit 3100 irgendwas, Vizoros 3200 irgendwas. Und ja, dann wurde der immer langsam, immer mehr rausgefiltert, immer weiter runtergefallen, ein Platz und ein Platz und ein Platz. Und irgendwann war der dann tot. Und das habe ich halt schon relativ schnell vorausgesehen und habe dementsprechend nie einen Aquana gemaxt, nie einer Aquana gepusht, außer das eine da für Orgin. Habe echt kein Potenzial gesehen. Ich kenne viele Leute, die haben Aquana-Armeen gehabt. Aber nichtsdestotrotz, Aquana, solides Pokémon. Und jetzt endlich, 2,5 Jahre später oder so. Oder nicht ganz. Wir sind noch, haben die 2 Jahre noch nicht geknackt, aber fast 2 Jahre später max ich endlich mal einen Aquana. Vor allem früher. Der war ja echt billig zu bekommen, Evoli überall. Und das war ein billiges, gutes Pokémon, das jeder, auch Low-Level-Spieler, also damals war jeder Low-Level, schnell bekommen konnte. Das war so kleine Geschichtsstunde mit Hong. Pokémon Go Geschichtsstunde. So. Der kommt 3000, also. Kommt der über 3,1? Ich glaube, der kommt nicht mehr über 3,1. Aber man kann jetzt ja zweimal mehr pushen. Vielleicht kommt er dadurch doch über 3,1. Bin mir gerade nicht mehr sicher. Wie gesagt, ich habe noch nie einen auf Max gepusht. So, ich hoffe, dass ich mit den drei, jetzt Aquana, Blitzer, Flamara,
nicht unter die 7 falle. Weil das wäre schon hart. Dann hätten wir gerade mal 6 Pokémon gemaxt. Hätten bereits dann 1,5 Mille verschwendet. Verbraucht, nicht verschwendet. Ich denke nicht. Ich hoffe nicht. So, nächster Push und er kommt. Möglicherweise genau auf 3000. 2999, alles klar. Ihr wisst doch, wo das neue Arena-System kam. Für eine Weile gab es einen Bug und alle über 3000 haben schneller Motivation verloren. Mit 2999 wäre er perfekt gewesen. So. Ah, doch, der müsste über 3001 kommen. Aber gerade mal so. Aber jetzt auch nur, weil man jetzt zweimal mehr pushen kann auf Level 40, weil davor ging er echt nicht über 3-1. So, jetzt noch die zwei extra. Oh ne, doch. Mein Fehler. Der ging gerade so über 3-1. So, das war. So hoch konnte man ihn früher pushen. Jetzt sind die zwei extra auf Level 40 nochmal. Okay. Und bam. 100% Max Aquana. 3157. Vom 1.1. Euda, zu Neujahr habe ich den gefangen. Was habe ich ja Neujahr getrieben? 2017. Okay. So. Machen wir weiter mit Flamaga. Ich habe jetzt gerade keine Ahnung, ob das das beste Moveset ist. Aber wird schon passen. Den wollte ich eh noch maxen. Weil Pinsirate Solo, Dreier. Kommt irgendwann im Mai, wenn der endlich mal zu uns kommt. Dafür kann ich Feuer gebrauchen. Mir ist gerade eingefallen, Blitzer habe ich schon fast gemaxt. Also für damalige Verhältnisse habe ich den gemaxt. Das heißt, jetzt kann ich ihn noch zweimal pushen. Was gut ist, dann müssen wir nicht mehr so viel Staub ausgeben. Also perfekt. Das heißt, nachdem sind wir eigentlich fast fertig dann. Zwei Pushe für Blitzer und das war's. Flamaga echt solide, also die sind alle solide. Blitzer, Aquana, Flamaga. Preis-Leistung echt tipptopp. Also von den Feuer-Pokémon gibt es da momentan nicht so viele, die besser sind. Entei auf jeden Fall, Lavados, aber sonst ist Flamaga da auf jeden Fall in den Top 3. Top 3 würde ich sogar sagen, mir fällt gerade kein besser ein. So. Kommt auf jeden Fall nicht über die, nicht so hoch wie Aquana. Ich würde sagen, kommt nicht mal über die 3000. Aber da bin ich mir gerade nicht sicher. Ich glaube nicht. Ich glaube so 2,8 kann das sein. Wenn ich es so richtig im Kopf habe. Wir werden es sehen. So. Mal schauen, wie viel. Bei 8 sind wir gerade erst. Ah, da geht schon noch ein bisschen. Ich denke, schauen wir mal. Ich bin schlecht im Schätzen. So. Haben wir einen V-Check gemacht? Ja, ihr könnt mir schon glauben, dass der 100 ist. Sehen wir ja dann eh am Ende, wenn die Max-WP erreicht ist. Auf einmal ist er so gar nicht 100 und ich verschwende voll meinen Staub. Das ist so ernst der Fail. So. Danach kommt 12, dann 15. Also ich rede gerade von den Bonbons, die er benötigt. Da 12. Okay, 2,8. Also 3000 knackt auf jeden Fall nicht. Und 2,9, so wie es aussieht, auch nicht. Oder? Nein. Dreimal kann ich, glaube ich, noch pushen. 2,8,8. Naja, oh! Ich habe mich vertan um 1. Moment. Also das war früher sein Max 2863 und jetzt mit zweimal mehr pushen kommt er über die 2,9. So, jetzt ist er Max. 2,904, nicht schlecht. 100% Flamaga. Bam. Machen wir noch schnell einen AV-Check für euch, weil ich nicht mehr weiß, ob ich es gemacht habe.
So, KP, Angriff, Defense, 15. So. Hä? Warte mal. Was ist denn das für einer? Wieso habe ich den da? Habe ich wahrscheinlich entwickelt für EP und dann vergessen wegzuwerfen. Okay. Der kann weg. Der andere kann eigentlich auch weg, aber zum Kämpfen kann man die schon verwenden. Und der letzte, Jolteon. Da. Nur noch zwei Pushe, wie gesagt. Checken wir kurz die RB. KP, Attack, Defense, 15. Power Up, 2. Jetzt kommt er über die 2-7. Alles klar. Und 2-7-30. Oh, schöne glatte Zahl. 27-30. Okay. Dann zeige ich euch kurz mal meine ganzen Evoli noch und die Entwicklung jetzt nebeneinander. Ich habe noch 35er, 100er Evoli und auf jeden Fall noch ein paar 30 und drüber. So, und hier Aquana 3157, Blitzer 2730, Flamaga 2904. Nicht schlecht. Das war's von mir und dem Kanto-Event. Schreibt unten in die Kommentare, wie ihr das Kanto-Event fandet. Und schreibt rein, was ich noch aus der Gen 1 auf Max pushen soll für die nächsten paar Videos. Das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Checkt den Shop ab. Okay, nicht den Shop, einen anderen, und zwar meinen. Vergesst nicht, Pokémon ist das Business.